Pool. Das gibt's nicht, das gibt's jetzt nicht. Die wollen mich verarschen. Hallo? Hallo? Wo ist jetzt... Hä? Hä? Als ob es echt die... Ja! Ja! Ey, die spielen auch... Ey, alter Schwede, wir haben so viele Münzen verloren. Und herzlich willkommen zurück zu Wario World. Ja, im letzten Part haben wir die zweite Welt abgeschlossen und haben insgesamt alles gesammelt, wie ihr sehen könnt. Wir haben nämlich beide Statuen. Und jetzt geht's natürlich weiter in der dritten Welt, die aussieht wie eine Schneewelt. Ja, kann man so, glaube ich, nennen. Wahrscheinlich gibt es auch wieder zwei Abschnitte. Ja, da oben ist einfach mal so ein Vulkan. Und hier unten einfach ein Iglo. Also so eher so eine Schneelandschaft. Und ich denke mal, dementsprechend wird das erste Level auch eine Schneelandschaft sein. Ich freue mich schon auf jeden Fall drauf, weil ich ab diesem Punkt absolut nicht mehr weiß, was in diesem Spiel vorkommt. Also die zweite Welt habe ich, glaube ich, noch durchgespielt. Daran kann ich mich noch erinnern. Aber wir sind hier in Valhalla am Biberberg. So. Und da haben wir schon den ersten Button. Und den aktiviere ich natürlich. Habe ich natürlich aktiviert. Und ich hoffe, wir vergessen hier oben nichts. Weil hier oben kommen wir, glaube ich, gar nicht mehr hoch, wenn wir hier runterrutschen. Yo. Hallo. Können wir mal wieder runterkommen hier? Oh. Oh, hier ist noch eine Truhe. Aber zum Glück sind wir hier runter. Yo. Was ist das denn? Ist das hier so ein Eisstrahler? Ich mag die Musik. Irgendwie ist so ein Teil ist hier verspielt. Und so ein bisschen weihnachtlich natürlich. Das darf natürlich in so einem, ja, Schneelevel nicht fehlen. Also ich mag die Musik. Insgesamt finde ich die Musik nicht schlecht in dem Spiel. Aber auch nicht überragend, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Jetzt muss ich natürlich gucken, wie kommen wir hier wieder hoch? Ach so, einfach so, okay. Ich höre hier irgendwo in der Nähe einen Wichtling. Oh shit. Ist er vielleicht hier unten? Hallo? Wo ist er denn? Ich glaube, in die Richtung nach unten ist er nicht, weil da müssten wir dann ja einfach direkt runterfliegen. Ey, geht mal weg hier. Ach ja, wie gesagt, die Gegner sind auch wieder andere, nur andere Designs. Es sind natürlich wieder die fliegenden, ja, die fliegenden Dinos, beziehungsweise, ja, was war es noch? Das waren Hühner, glaube ich, müssten das gewesen sein in der Clowns-Welt. Ach so, okay. Hier geht es auch noch weiter, aber ich würde sagen, wir machen erstmal auf der linken Seite weiter. Ihr seht nämlich schon, das Level ist ziemlich breit gefächert. Und ich hole mir erstmal kurz ein halbes Leben. Ich weiß, war jetzt nicht so nötig, aber der Pilzmann, der muss ja auch irgendwo von leben, ne? Deswegen geben wir ihm einfach mal ein bisschen Geld. Und der steht ja auf Kloppe, deswegen machen wir das auch gerne. Wario mag es ja auch gerne, wenn er irgendwelche Leute verkloppen kann. Deswegen würde ich sagen, machen wir weiter. Und ich finde, das Level passt sogar so ein bisschen zu der Landschaft mal. Also so ein Kamin und so ein Untergrund, das passt irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich mag das. Ich mag das. So, okay. Jetzt müssen wir das erstmal runterhauen. Ich glaube, wir kommen auch so ran. Ja, gut. Okay, also... Ein Statuteil gibt es hier nicht mehr, also direkt raus hier und wir machen direkt weiter auf der linken Seite. Wir müssen sehr wahrscheinlich ganz nach rechts gehen. Also mussten wir eigentlich bisher in jedem Level immer nur nach rechts? Ich glaube, bisher war noch nicht einmal das... Oder ne, okay, wie heißt denn das? Auf jeden Fall die Clownswelt, da mussten wir schon ein bisschen nach links gehen, aber mittendrin halt. Aber insgesamt glaube ich nicht. Ich höre hier schon wieder einen von den Wichtlingen. Aber wo soll er sich denn hier befinden? Okay, und da ist ein Statuteil. Okay, das nehmen wir direkt mit. Das ist der Schnauzer. Den nehmen wir natürlich mit. So, gibt es hier noch was? Ne, ich glaube, darüber kommen wir nur wieder zu da hoch. So, deswegen würde ich sagen, machen wir einfach weiter. Machen wir einfach weiter. Vielleicht habe ich ja schon was vergessen, vielleicht auch nicht. Also wird sich alles zeigen. Wenn ja, dann ist es nun mal so und dann werde ich das offscreen halt alles nochmal nachholen. So, ich höre den ganz in der Nähe, der muss hier... Wow! Ja, okay, der ist hier oben auf dem Iglo drauf. Okay,
Beziehungsweise, ja, auf dem Iglo, ne? Ich wollte gerade sagen Inuits oder Eskimos, aber das ist ja was anderes. Also das sind natürlich auch die, die da drin wohnen meistens, aber ja, was anderes. Also, vergesst das. Seinen Schwachpunkt trägt der Arktifisch buchstäblich an seiner Stirn. Also spar dir jegliche Mühen, direkt auf sein Maul zu hauen. Schnapp dir seinen Kumpel, den Detonator, und schlage ihn K.O. Dann müsstest du ihn irgendwie in die Luft jagen. Okay, ich habe jetzt nicht so richtig den Plan davon, was er jetzt meint. Kann man hier unten rein? Nee, ne? Oh, doch. Aber hier gibt's nichts mehr. Also, den können wir auf den Kopf springen. Bringt uns aber auch nicht so viel. Aber zum Glück machen die keinen Schaden, glaube ich. Wie sehen die eigentlich aus, Leute? Ich mag das Design aber von den Viechern. Bin ich jetzt auch noch nicht drauf eingegangen gerade. Alter, was wollen die immer hinter... Ach so, dieses Viech. Okay, 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 okay. Da will ich jetzt gerne noch nicht so hin, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es hier vielleicht noch etwas geben könnte. Also, um einfach gründlicher zu sein, mache ich auch das in zwei Parts immer. Ach, egal, Leute. Wir machen einfach hier weiter. Ich denke mal nicht, dass sich da noch irgendwas befinden wird. Deswegen machen wir jetzt weiter bei einem dieser komischen Bosse. Leute, was ist das für ein Viech? Ja, moin, was ist das? Ach, wir müssen wahrscheinlich die Viecher da reinwerfen. So, Leute, ich habe mal kurz einen Cut gesetzt, weil ich habe echt absolut nicht gewusst, wie man diesen Gegner besiegen soll. Man muss einfach diese Teile hier nehmen, eine Arschbombe machen und dann gegen diese Lampe da oben, die er da hat, muss man das dann werfen. Ja, es ist aber auch echt fies gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre ich, nicht so leicht... Nein, das wollte ich nicht, da wäre ich nicht so leicht drauf gekommen. So, jetzt ist hier nochmal ein Gegner. Da muss ich jetzt wieder aufpassen. Aber ich denke mal, 3 Leben werden die Viecher haben. Mehr glaube ich nicht. So, und da müssten wir diesen Heilbutt, diesen Anglerfisch haben. So, und dann kann es auch weitergehen. Ach Leute, das war mal wieder eine richtig schwere Geburt. Ah, nein! Ach was? Das finde ich zum Beispiel eklig an den Level. Dass man da nicht so leicht zurückkommt, glaube ich. Und habt ihr es gerade gesehen? Da war so ein Triceratops-Fake. Einfach so ein Schneemann mit einer Keule. Okay, man muss schon sagen, das ist echt viel zu einfach gemacht von den Entwicklern. Also, da hätten sie vielleicht einen Eisbären draus machen können, aber kein Schneemann. Der... Wow, 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 wow. Ja, okay, jetzt habe ich ihn leider weggeworfen. Achso, der lebt sogar noch. Dann können wir ihn vielleicht nochmal verwenden. Ja, ganz einfach. Und dann haben wir das... Dann haben wir das Viech eigentlich auch. Aber jetzt habe ich es nicht richtig besiegt, deswegen... Ist ja auch nicht so schlimm, hoffentlich. Ist hoffentlich auch nicht so schlimm. Irgendwie haben wir insgesamt bisher noch nicht so viele Untergrundlevel gehabt, merke ich gerade. Aber vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht kommt das ja alles noch. Ich gehe erstmal hier oben lang. Zurück komme ich ja nicht, oder? Oder wie soll man das hier verstehen? Wow. Hier unten scheint... Ja gut, hier unten ist so ein Kreis, wo man gegen die ganzen Viecher kämpfen kann. Ach ja, Leute. Also das Level ist echt nicht so leicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von dem breit gefächerten jetzt her. Also es ist echt ziemlich groß und unübersichtlich. Aber das mag ich, dass es so unlinear ist. Das ist jetzt nicht mal so was, wo man einfach sagen kann, ja, ich muss dahin, ich muss dahin. Sondern das ist schon mal ein bisschen fordernder. Und ich finde, das ist auch eine coole Idee eigentlich mit diesem Schneelevel. Aber wir werden noch sehen, ob ich hier vielleicht doch noch richtig hart failen werde oder doch nicht. Das werden wir alles noch sehen. Also ich möchte mich jetzt noch nicht festlegen, ob ich das Level doch gut finde oder schlecht finde. Weil es ist ja echt ziemlich, ziemlich groß und... Es kann ja sein, dass ich nachher nicht weiterkomme damit oder echt überfordert bin. Und hier ist einer von diesen Viechern. Ich möchte die bitte von vorne sehen. Komm her. Zeig dich doch. Kanonenschildkröte. Nein. Man hat es nicht wirklich gesehen. Aber ich glaube mal, das war einfach auch so ein Schneemann als Kopf. Jo, was sind das denn für Viecher? Ich muss hier weg. Kommt man hier wieder zurück? Ich glaube nicht. Oh, jetzt bin ich echt absolut unnötig nach unten gelaufen. Dann werde ich hier wahrscheinlich so viel so vieles vergessen. Oh, das tut mir so leid. Aber was sind das für Viecher? Was sollen das für Viecher sein? Ich finde die cool.
Ah, muss man hier wahrscheinlich mit einer Arschbombe, sag ich schon, mit dem hier rüber? Oder wie soll man da rüberkommen? Ah! Okay, man steckt die einfach im Boden und dann stellt man sich darauf. Das ist eine coole Idee. Das ist eine coole Idee. So, dann nehmen wir jetzt einen von denen mit. Komm her. Das finde ich cool, auch wenn die Viecher echt nicht gut designt sind. Ach, das wollte ich jetzt nicht. Egal, wir haben hier noch einen. Wie gesagt, ich verwechsel die ganze Zeit in letzter Zeit. Springen und... Was ist das andere? Hauen? Ja, hauen. Okay. Haben wir hier noch einen großen Schneemann? Ja, da haben wir ihn. Das ist halt echt komisch, dass die einfach nur die Designs geändert haben. Vielleicht hatten sie auch nicht so viel Geld. Aber das ist ja auch keine Ausrede. So, okay. Mal ein weiteres Level. Da hätten sie mal jetzt so ein richtiges Schneelevel draus machen können. So Leute, mal wieder ein kurzer Cut. Ihr müsst wissen, manchmal hat das Spiel irgendwie so Macken und dann leckt das so richtig und das macht mir meine ganze Aufnahme meistens kaputt. Deswegen nicht wundern, warum ich manchmal einfach cutten werde. Das liegt nicht daran, dass irgendjemand in den Raum kommt oder sowas. Es liegt einfach an den ganzen Lags, die hier manchmal im Spiel aufkommen. Ich weiß nicht warum, ob es an OBS liegt, weil das zu viel zieht. Oder an irgendwas anderem. Aber ich möchte deswegen jetzt nicht das Projekt oder sowas abbrechen. Also, so schlimm ist es jetzt nur auch wieder nicht. Das ist halt das einzig Nervige. Oh, das einzig Nervige an dem Aufnehmen dieses Spiels. Deswegen, ja, wundert euch nicht, wenn es einfach mal kurz vielleicht in der Aufnahme sogar laggen wird. Aber eigentlich versuche ich das dann immer rauszuschneiden. Deswegen sollte das eigentlich kein Problem darstellen. Och, was, da hätte ich vielleicht springen können. Aber wir wollen ja uns nicht einfach direkt in den Tod stürzen. Wir haben echt wenige Teile von der Statue, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube auch, dass ich in diesem Part nicht alle mitbekommen werde. In diesem Part sage ich schon, in diesem Level erstmal im First Try nicht alle mitbekommen werde. Aber ich würde sagen, wir machen gleich erstmal einen Cut und dann geht es im nächsten Part weiter. Ist sie jetzt? Ah, okay, wir haben einen Button vergessen. Und wenn ich irgendwas vor dem Boss vergessen habe, da sollte ich eigentlich ziemlich viel vergessen haben, weil hier ist ja auch noch ein Button und das Teil habe ich halt auch noch nicht, dann werde ich da auf jeden Fall nochmal offscreen hingehen. Ich weiß, für die meisten ist das nervig, wenn ich das offscreen mache, aber ich würde das halt gerne machen, weil, ja, es könnte echt nervig werden, wenn ich das noch alles in einen Part packe. Was ist das denn für ein Teil? Yo. Ich habe hier jetzt echt mega viel ausgelassen. Ich sollte vielleicht nochmal zurückgehen. So. Wenn wir da noch hochkommen sollten. Aber eigentlich müsste das klappen. Das nervt mich jetzt ein bisschen, dass ich so viel vergessen habe. Oh. Immer diese Tastenverwechslung. Meistens ist es auch so, dass ich einfach haue, anstatt dann halt zu springen. Es tut mir leid, dass ich das verwechsle. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht zu übel. Aber, ja. Das liegt einfach wahrscheinlich an dieser Hitze, die in meinem Zimmer gerade ist. Also, ich weiß nicht, bei uns ist es in letzter Zeit wieder echt ein bisschen wärmer geworden. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Schreibt's mal in die Kommentare. So. Jetzt würde ich aber sagen, können wir ganz normal weitermachen. Hier an diesem komischen Eisblock einfach vorbei. Über dieses Teil. Und das Ding hat uns jetzt wirklich runtergeschubst. Ey, das ist nicht sein Ernst. Okay, das haben sie ja auch verändert. Das ist jetzt so ein noch fieseres Teil, noch so ein, ja, mit so einem etwas schmaleren Weg. Was heißt etwas? Das ist schmaler. Und da verlieren wir Geld, wenn wir hier reinkommen. Das habe ich ja gar nicht mehr gewusst. Oh, was? Was soll das? Ich will nicht mein Geld verlieren. Lasst mir mein Geld doch bitte. Ey, wo ist denn das? Da. Oh, okay. Das hat schon wieder ein bisschen länger gedauert. Jetzt sind wir hier wieder gelandet. Warum sind wir hier? Hier waren wir doch eben gar nicht. Ah, nicht. Oh! Ich dachte schon, ne? Ich hatte richtig Angst. So, okay. Jetzt sollte ich mich mal vielleicht wieder ein bisschen mehr konzentrieren. Konzentration. Wie kommen wir hier denn hin? Was ist hier unten? Ich glaube, hier gibt es einen Gegner. Oder doch nicht? Den nehmen wir einfach mal mit. Komm her. Komm her, mein Freund. Wenn wir den da überhaupt hochtragen können. Ach shit, das klappt glaube ich nicht. Ah, Leute, was soll denn das? Oh Mann. Jetzt sind wir wieder hier unten drin. Och Leute, das Projekt ist so das failigste Projekt. Wenn es davon kein Best-of gibt.
Den weiß ich auch nicht. Nein. Es gibt ja echt viele Leute, denen das Projekt nicht so, die das Projekt nicht so feiern. Einfach wahrscheinlich, weil die das Spiel nicht so gerne mögen. Kann ich auch gut und gerne verstehen. Also ist ja natürlich jeden das eine. Aber ich mag das Spiel. Also, vielleicht liegt es auch einfach an den Thumbnails, dass sie nicht ganz so gut sind wie zum Beispiel bei anderen Projekten. Es kann natürlich auch zum Beispiel an dem, ja, liegen, aber. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ist ja auch nicht so schlimm. Mir macht das Let's Play echt Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da wird mir auch keiner dran abhalten können. So. Werfen wir es jetzt einfach mal dagegen. Super. Du blöde Schildkröte. Komm her. Dafür werfe ich dich gegen den Button. So, nun mal richtig stehen und zack. Okay, da haben wir die Kiste aktiviert. Die müsste sich hier befinden. Hä? Wie ging das noch? Okay, ich glaube, wir müssen dann nochmal so ein Teil holen. Nicht nach unten. Och, Mann, das ist das dritte Mal. Das ist einfach das dritte Mal. In einem Part. Das kann nicht sein, Leute. Okay, ich werde auf jeden Fall nach diesem Teil, wenn wir hier raus sind, werde ich einen Cut setzen und dann machen wir auf jeden Fall im nächsten Part weiter. Was soll denn das? Ey, ich möchte nicht meine Kohle verlieren. Wie kommen die raus? Hallo? Es ist auch manchmal so, dass es einfach absolut die letzte Truhe ist. Ey, komm jetzt her. Nein, 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 nein. Nicht in den Schnee. Nicht in den Schnee. Oh, hä? Als ob. Wo ist noch eine Truhe? Hallo? Truhen? Truhen? Truhe? Das gibt's nicht. Das gibt's jetzt nicht. Die wollen mich verarschen. Hallo? Ha? Hallo? Wo ist jetzt... Ha? Hä? Hä? Als ob es echt die... Ja! Ja! Ey, die spielen auch... Alter Schwede, wir haben so viele Münzen verloren. Okay, Leute. Ich würde sagen, mit diesem Fail am Ende beende ich diesen Part. Und im nächsten Part geht es auf jeden Fall weiter. Hier in Valhalla, glaube ich, hieß das. Ist wahrscheinlich so eine Anspielung an Valhalla oder sowas. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Part dabei sein werdet. Und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr das Video natürlich noch bewerten und mir ein Abo dalassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.